Schwestern und Brüder, nicht einmal der Sohn, so sagt Jesus, kennt die Stunde seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Auch er kennt nicht die Stunde, in welcher alles neu gestaltet wird, in welcher alle, die sich ihm anvertrauen, neu gestaltet werden. Der Sohn kennt die Stunde nicht, also werde ich in meinen Gebeten auch nicht bei Jesus nachfragen. Sag mir, ist es jetzt so weit, wie manche meinen? Seit 2000 Jahren gibt es solche, die sagen, die aktuelle Situation ist doch ein Hinweis, jetzt ist es so weit. Und die Jahrhunderte vergehen und der Herr lässt auf sich warten. Somit werden wir, wie in den bisherigen Jahrhunderten, die Christinnen und Christen warten, wach sein und wach wachsen. Also in unserem Wachsein werden wir wachsen in der Gottesbeziehung, auch und besonders im Vertrauen zu unserem Gott. Für die kurze menschliche Biografie ist immer die rechte Zeit. Da kommt die Stunde ständig. Und je früher, desto besser. Nämlich die Stunde der Einsicht, die Stunde der Erkenntnis, die Stunde, dass der Mensch sich objektiv betrachtet verloren fühlt und auch subjektiv verloren fühlt, denn man sagt, nur wer sich verloren weiß, will gerettet werden. Also gerettet werden wollen aus einer Not heraus. Und die erste Lesung aus dem Buch Daniel hat davon gesprochen, dass eben diejenigen gerettet werden, die sich Gott anvertrauen. So wollen wir Menschen sein, die sich Gott anvertrauen und die lernen, mit Gott, durch Jesus ist es möglich, intensiver, bewusster zusammenzuwirken. Durch Jesus und durch den Heiligen Geist können wir intensiv mit Gott zusammenwirken. Und Jesus ist ja derjenige, durch den die Sünden vergeben sind. Er hat ein einziges Opfer dargebracht, sich selbst geopfert. Für alle Zeiten ist dieses Opfer genügend. Und es wird am Altar gegenwärtig, nicht wiederholt im strengen Sinn, sondern es wird gegenwärtig, Repräsentatio nennen es die Theologen. Es wird gegenwärtig das Erlösungsopfer, das der Sohn Gottes ein für alle Mal dargebracht hat. Und es wird gesagt im Hebräerbrief, dass er die, die geheiligt werden, die Rede ist von uns, für immer zur Vollendung geführt hat. Also es ist das Werk der Vollendung von Jesus für uns vollbracht worden. Und wenn die Rede von Rettung ist, dann müssen wir da ein Zweifaches bedenken. Einerseits gilt, was wir im Buch Daniel hörten, wir werden gerettet. Andererseits ist das Wort Jesu hochaktuell, wenn er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Also das Zutun des Menschen ist Glaube. Und wenn er meint, er ist noch schwach, dieser Glaube, dann ist nichts dringender nötig, als um eine Mehrung, um eine Vertiefung des Glaubens zu bitten.
Im Buch Ezechiel könnten wir lesen, dass Heilsereignisse immer zu einer tieferen Gottesbeziehung geführt haben, zu einer größeren Gotteserkenntnis. Da heißt es immer wieder, wenn das und das eintrifft, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Für uns kann das bedeuten, dass Notsituationen, Herausforderungen welcher Art auch immer, und sie können aus den vielen Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit auswählen, Herausforderungen sind bestens geeignet, den kennenzulernen, der uns fördert, der uns auch, der das Beste in uns herausfördert. Wir sollen, ja, wir müssen uns herausfördern und herausfordern lassen. Aber das macht ja die Welt, die Gesellschaft, die aktuelle Situation ohne dies. Es gibt die Überzeugung, dass außer in Krisenzeiten jede Gesellschaft zur Mittelmäßigkeit tendiert. Außer in Krisenzeiten tendiert jede Gesellschaft zur Mittelmäßigkeit. Bedeutet, dass der Einzelne in der Gesellschaft zur Mittelmäßigkeit tendiert. Das ist gar nicht die Sache der Christen. Mittelmäßigkeit ist viel zu wenig. Wir sollten, ja, wir müssten Menschen werden, die einen Blick für das Detail haben, für die aktuelle Stunde, von Augenblick zu Augenblick, einen mikroskopisch genauen Blick haben für das, was ist jetzt zu tun. Einerseits, und dann bräuchten wir, ich verwende eine technische Sprache, einen sogenannten Satellitenblick. Die Satelliten sind einige hundert Kilometer über der Erde und liefern uns eine Gesamtschau halbwegs von der Erde, aus Distanz. Und genau auch das brauchen wir, dass wir uns nicht im Tagesgeschehen verlieren, auch nicht in den Ereignissen, die halt so sind, sondern wir lassen uns durch die Heilige Schrift, durch das Wort Gottes eine Gesamtschau für die einzelne Biografie und für die Menschheitsgeschichte vermitteln. Eine jüdische Philosophin, Simone Weil, ein Opfer der NS-Zeit, hat schön formuliert, wer aktuell sein will und nicht bloß modisch, getrieben vom Zeitgeist, der muss aus der Ewigkeit schöpfen. Wer sich auf die Gesellschaft, auf die Kultur einlassen will, der muss gute Wurzeln haben. Soweit Simone Weil. Aus dem Ewigen schöpfen und gut verwurzelt sein. In Tagen wie diesen ist es gar nicht so selbstverständlich, dass Menschen ihre eigene Meinung finden, ihre persönliche Überzeugung selbst wahrnehmen können. Viele sind ja nicht Selbstentscheider. Viele lassen für sich entscheiden. Ob das immer das Beste ist, muss jede und jeder selbst entscheiden. Ich schließe ab mit einem von mir sehr geschätzten christlichen Philosophen, den Joseph Pieper, der darauf hingewiesen hat, dass die tiefere Gottesbeziehung einen realistischeren Blick für die Ereignisse der Gegenwart gibt. Er formuliert es ziemlich anspruchsvoll. Er sagt, das Auge der vollkommeneren Gottesfreundschaft gewahrt tiefere Dimensionen der Wirklichkeit.
für die der Blick des Durchschnittschristen, den wird es in Linz eher selten, hoffe ich, geben, für die der Blick des Durchschnittschristen und des Durchschnittsmenschen noch nicht geöffnet ist. Der größeren Gottesliebe erschließt sich die Wahrheit der wirklichen Dinge deutlicher und einleuchtender. Soweit Josef Pieper. Der Einschub war von mir: Durchschnittsmenschen und Durchschnittschristen sollte es keine geben. Wir sollen alle das einzig große, uns von Gott zugedachte wählen und dafür alles geben. Es bleibt ein Thema des Gewissens, eine Frage des Herzens. Und der König Salomo hat es richtig gemacht. Der hat, als er Regierungsgeschäfte übernehmen sollte von seinem Vater, um ein hörendes Herz gebeten, damit er das Böse vom Guten zu unterscheiden versteht, das Volk regieren kann. Und Gott lobt diese Bitte und sagt: Ich gebe dir ein weises Herz. Und auch das, was du nicht erbeten hast, ich gebe es dir dazu. Amen. So spricht Jesus: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage. Ich werde dich retten. So wünsche ich uns, dass wir dank der Gemeinschaft mit Jesus Christus, der sich uns geschenkt hat, Licht sind in der Welt, Salz der Erde sind, und dass Menschen sich an uns orientieren, wie wir uns an Christus orientieren.